die Vorzüglichkeit, darüber seinen Zorn zu unterdrücken. Dann nennt er unter anderem die Aussage Allah Ta'alas: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Und eilt, beeilt euch zur Vergebung Allahs, eilt zur Vergebung Allahs und zu einem Paradies, dessen Breite die Himmel und die Erde sind. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, vorbereitet für die Muttaqun. Es ist vorbereitet für die Muttaqun. Im Gegensatz zu dem, wenn Allah Ta'ala über Jahannam redet, sagt er, U'iddat lil Kafirin. Es ist vorbereitet für die Kafirin. Und hier sagt er, für die Muttaqin. Er sagt dort nicht für die Sünder. Aber er sagt ja auch nicht für die Muslime. Manche, wie Ibn al-Qayyim auch erwähnt, bringen zum Beispiel als Vorwand dafür, also ihre Hoffnungen, Ar-Raja, zur Vergebung. Einer von ihnen sagte, wenn du zu einem Gutmütigen zurückkehren musst, zu jemandem, der Karim ist, Allah Ta'ala ist Karim, oder nicht? Dann mach an Sünden, was du machen kannst. Ja? Und dann sagen sie, weil Allah Ta'ala sagt, U'iddat lil Kafirin, nicht für die Muslime. Aber Allah Ta'ala sagt auch nicht, U'iddat zum Paradies, dass es vorbereitet ist für die Muslime, sondern für die Muttaqun. Versteht ihr, was ich sagen will? Jedenfalls sagt er, also beeilt euch, eilt zur Vergebung Allahs und zu einem Paradies, dessen Breite die Himmel und Erde sind, vorbereitet für die Muttaqun. Wer sind diese Muttaqun? Er nennt hier einige ihrer Eigenschaften. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad darra, die ihr Vermögen ausgeben bei Sarra, also bei, wenn es ihnen gut geht, wenn sie sich im Reichtum befinden, wenn sie sich in Wonne befinden, Wad-Darra, und das Gegenteil davon, auch im gegenteiligen Zustand, geben sie auch. Wal-Kadhimin al-Ghayd, das ist das, was er hier anführt, und die ihren Zorn unterdrücken, Wal-Afina an-Nas, und die den Menschen vergeben. Allahu yuhibbul muhsinin, und Allah liebt die Wohltätigen. Das ist Wohltätigkeit. Alles, was hier genannt worden ist, gehört zur Wohltätigkeit. Wallazina idha fa'alu fahisha, dann erwähnt er eine weitere Eigenschaft. Und jene, die, wenn sie eine Fahisha begehen, eine Fahisha, also eine Sünde, die mit den Shahawat zu tun hat, aw zalamu anfusahum, oder sich selbst Unrecht angefügt haben, dhakarullah, sich an Allah erinnern, dhakarullah wastaghfaru li dhunubihim, um Vergebung für ihre Sünden bitten. Und wer vergibt denn die Sünden außer Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu, und die nicht darauf beharren, also auf ihre Sünde, nicht auf ihre Sünde beharren, und während sie wissen. All diese Eigenschaften sind die Eigenschaften der Ahlul Taqwa. Aus diesem Vers sehen wir auch, manche haben eine komische Vorstellung von Frömmigkeit und von Frommen, dass sie unfehlbar sind. Unfehlbar. Passiert mal ein Fehler, dann kann es nicht mehr sein, dass diese Person zu den Muttaqun gehört. Aber Allah Ta'ala erwähnt das als eine Eigenschaft der Muttaqun, die eine Fahisha begehen. Wenn sie eine Fahisha begehen, dass sie darauf nicht verharren und sich an Allah erinnern und um Vergebung bitten. Das heißt, das kann passieren. Es kann mal der Fuß ausrutschen, man kann mal fallen. Das bringt ihn nicht aus der Reihe der Muttaqun raus. Wann bringt es ihn raus? Wenn er darauf verharrt. Wenn er das immer und immer wieder tut. Oder wenn er das vorsätzlich, glänzend, mit einem ganz klaren Vorsatz tut. Es wird überliefert in Hadith, der bei Ahmed überliefert wird, Abu Dawud, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer seinen Zorn unterdrückt
und ihn zurückhält, wobei er aber in der Lage ist und imstande ist, ihn durchzusetzen, den wird Allah Ta'ala am Tage der Auferstehung vor allen Geschöpfen aufrufen, also sozusagen als Ehrung und Würdigung, und wird ihn das an den Al-Hur auswählen lassen, was er möchte. Es wird überliefert von Umar radiallahu anhu, er sagte, man ittaqa Allah lam yashfi ghayra. Wer Taqwa vor Allah hat, der wird sein Mütchen nicht an jemanden kühlen. Also wenn er zornig ist, wird er den Zorn nicht abkühlen an jemanden. Abkühlen, indem er ihn durchsetzt. وَمَنْ خَافَ اللَّهَ لَمْ يَفْعَلْ مَا يُرِيدْ. Und wer Furcht vor Allah hat, der wird nicht tun, was er will. Und dann sagt er, und wäre nicht die Akhira, würden die Dinge anders zugehen. Indem jeder tut, was er will. Nichts schreckt jemanden